Wir sind in der Schweiz am Luganer See, ja, und hier steht er, ein wunderschöner Bulli. Wir haben ja selber ein Sendermobil, ein Bulli mit einer richtig tollen Ausstattung. Er hat ihn seit einem Jahr, ist ein 2019er Modell. Wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Wie ist Ihr Name? Ich bin der Benno, ja. Komme aus dem Zürcher Oberland. Aus dem Zürcher Oberland? Ja, richtig. Ist das weit weg von hier? Ja, das sind etwa 300 Kilometer. 100 Kilometer? 300. Das heißt, man fährt so wie lange? 3 Stunden? Ja, 3,5, ja. Ja, es gibt ja so, man darf ja in der Schweiz nicht zu schnell fahren, oder? 120, Höchstgeschwindigkeit. Und das heißt auch höchst, oder? Da gibt es keine Karenz. Ja, die meisten fahren ja schneller, ja. Aber es gibt ja auch sehr viele Radarkontrollen, ja. Und in der Schweiz sind die Bußen relativ teuer. Das kostet richtig viel, oder? Das ist teuer, ja. Das sind übrigens die Originalstühle, die mit dabei sind, und der Tisch. Das findet alles perfekt Platz in dem Fahrzeug. Das ist schon gut gemacht, oder? Genau, die Stühle kommen in hinten oben rein und der Tisch in der Seitentüre. Ja, du hast eine ganz tolle Ausstattung gewählt. Was ist das für eine Version von dem California? Das ist der Bulli. Ja. Ich zeige es mal gerade drin. Alcantara. Alcantara und Leder. Ja, genau, hat die Kombination gewählt. Benno, wenn du mal kurz zu mir kommst, du musst mal ein bisschen was beschreiben, denn du hast jetzt hier eine ganz edle Kombination gewählt. Alcantara kann man sehr gut reinigen, also das kriegst genau, du wirklich. Genau, das kannst du mit Wasser, kannst du alles wegwaschen, das ist kein Problem. Ist eigentlich ein Wundermittel, das heißt, selbst wenn mal Kaffee drüber geht, also ich habe alles rausbekommen bisher, oder du noch nicht? Ich habe noch keinen Kaffee verschüttet, aber wenn ich dann mal müsste, dann würde ich das sicher rausbekommen, ja. Hier oben ist das Dach, das geht elektrisch? Das geht elektrisch, also hydraulisch. Oben ist das Bett, unten kann man auch noch ein Bett machen. Okay. Und du schläfst oben? Natürlich. Ist luftiger, oder? Natürlich. Oben kannst du alles aufmachen, dann ist das sicher angenehm, aber mal schauen, wie die Mücken sind, ja. Wie die Mücken sind. Mal alles aufmachen. Du bist ja schon wie lange hier heute? Nee, ich bin jetzt gekommen, Mittag, also etwa 10 Uhr bin ich gekommen und bleibe bis Sonntag. Nachher geht es wieder nach Hause. Ist das hier 150 PS oder 204, der große? Nee, ist 150. 150, DSG-Getriebe, butterweich, oder? Ja, natürlich. Reicht vollkommen. Ja, wir haben ihn selbst im Einsatz. Also, ja, DSG zieht übrigens, wenn man da eine Anhängelast hat, dran. Man merkt gar nicht, dass was dran ist. Da hast du noch was draufgelegt hier. Das ist so nicht sehr mäßig, oder? Ja, alles dabei. Unten ist ein schöner Holzboden, also Holz, ja. Imitationsboden. Schiffsbodenoptik. Genau. Sehr schön. Und das wurde alles mitgeliefert, habe ich gleich drin gelassen, weil es noch praktisch. Schützt es auch nochmal. Was auch schön ist hier, sind diese ganz kleinen Lamellen. Das heißt, da ist dann nicht alles voll mit Sand und es fällt nicht alles direkt in die Ritzen rein. Ja, gell? Ja. Ja, das ist noch vorpräpariert, um eine Toilette montieren zu können. Ja, du selbst gehst aber hier aufs Klo, nehme ich an. Ja, ich hab das anders gelöst. Ich habe meine Toilette hier. Ah, ein Porta-Potty, einen ganz kleinen. Genau. Das ist natürlich sehr praktisch, gerade wenn man mal unterwegs ist. Und ja, ich wollte ja, diesem Juni wollte ich 4 Wochen, wollte ich die Ostsee und die Nordsee abfahren. Ja. Aber Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt bist du in der Schweiz. Ich mache hier ein bisschen in der Schweiz Ferien und nächstes Jahr versuche ich dann das zu machen, was ich dieses Jahr wollte. Ja, der Tisch ist übrigens sehr neckisch. Der ist so versteckt, dass er überhaupt nicht stört, oder? Man kann ihn einfach rausfahren. Ja, wenn du mal so lieb bist, das einfach mal machst. Rausfahren. Geht das? Einfach mal zeigen. Machen, ja. Sei so lieb. Denn der ist auf einer Schiene, gell? Festgemacht. Genau. Und zieh den einfach nach vorne. Oh je, jetzt habe ich was verlangt von dir. Aber es funktioniert. Ja, ich muss wenn der Sitz nicht im Weg ist. Ein bisschen nach vorne. Den Sitz ein bisschen zurück. Genau, jetzt hat man mehr Platz. Das ist der Vorführeffekt übrigens. Wie? Wenn man mal was zeigen will. Dann klemmt's, ja? Dann klemmt's. Ich könnte ja jetzt sagen, wir lassen es einfach mal so, aber ich habe schon so oft berichtet, wie toll dieser Tisch ist. Du selbst hast ihn schon mal draußen gehabt, oder? Ja, ja, aber jetzt habe ich gleich ein Problem. Ja? Jetzt geht es nicht mehr nach vorne, nicht mehr nach hinten. Ja. Weißt du was, wir lassen es einfach sein. Lassen wir es sein, ja, ich muss das nicht so schlimm regeln. Ja? Liebe Volkswagen-Leute, jetzt habt ihr zumindest jetzt ein kleines Problem. Denn die Schweizer sind nämlich immer so schlau wie so ein Taschenmesser, ein berühmtes Schweizer. Er hat es nicht hinbekommen, aber es funktioniert. Darf ich mal hinten reingucken bei dir? Natürlich. Das war da mal zeigen. Übrigens ist der T6, glaube ich, der einzige Wagen, wo man einen Gepäckträger kriegt, Fahrradgepäckträger für bis zu 4 Fahrräder. Du bist ein ordentlicher Mensch, oder?
Richtig. Ich habe eben das Video von unserem Bus gemacht, da kriegen einige... Du kannst es ja an der Hintertüre montieren oder du kannst es an der Aufhängerkupplung, Anhängerkupplung kannst du das montieren. Die ist dazu geliefert, die brauche ich aber momentan nicht. Ja. Gas ist zum Kochen? Wie? Das Gas ist zum Kochen? Ja, da ist ein Grill drin, da nebendran rechts. Okay. Und die kann man unten ranschrauben und dann kann man dann via Würste, Teigwaren, Pasta, kannst du alles zubereiten, Kaffee kochen. Wenn du mal gerade so bist, mir den mal zeigst, weil die Leute interessieren sich mal, was das für ein Grill ist. Denn Kadak ist nämlich die Geheimwaffe. Es ist nicht Weber im Camping, sondern wirklich Kadak. Nee, das ist wirklich so, ja. Der ist nämlich so toll, das ist die ganz kleine Version, gell? Das ist die ganz kleine Version. Man kann sogar Crepe drauf machen, wenn man will. Kann man auch, ja. Da gibt es auch eine Wokpfanne für. Der ist so krass und ganz, ganz unten drunter, das machen wir jetzt nicht. Da werden dann die Gaskartuschen draufgeschraubt und das war's. So sieht das aus und da unten kommt die Kartusche ran und dann geht's los. Und sauber machen geht gut? Kein Problem. Gerade los. Ja, was auch toll ist, ist hier hinten, man hat also hier hinten nochmal einen ganz großen Schrank. Der ist größer als man denkt. Darf ich da mal reinschauen? Ausnahmsweise. Der ist komplett leer. Ja, da unten ist noch eine Dusche drin. Außendusche, die man auch hier vorne anschließen genau, kann. Genau, die kannst du hier anschließen und dann Wasser rein. Ich habe jetzt keins drin und dann kannst du da hinten duschen, wie du willst. Ja, kannst es da montieren und dann kannst du duschen. Da vorne kann man es uns einhängen, je nachdem wie groß man ist. Aber es funktioniert. Auch da habe ich mich unterhalten mit mehreren Leuten. Wie cool. Da vorne ist noch ein Shader mit drin. Das heißt, ich kann auch hinten zumachen, wie ich sehe. Wie? Da vorne? Ja, da kannst du noch aufmachen, da kannst du noch das Rohr zumachen. Wenn man jetzt hinten und schläft. Hier hast du noch einen Kasten, wo du da noch etwas verstauen kannst, ja. Hey, klasse. Da ist jetzt auch eine Küche drin, innen drin noch. Ja, natürlich. So, ich zeig das mal gerade. Denn ich glaube, die Gasflasche ist unter der Dusche, gell, drunter. Ja, die ist unter der Dusche, die Gasflasche. Hier hast du ein Lavabo. Dann hast du hier... zwei Gaskocher und hier ist noch der Kühlschrank. Der übrigens, glaube ich, ganz gut funktioniert. Der funktioniert, wenn das am Strom angeschlossen ist, hast du immer 100% Batterieladung. Okay. Egal was du machst hier drin. Ja, ist ja nicht ganz billig, der Bulli, muss man sagen. Der Bulli, das war wohl ein Schnäppchen da. Ein Schnäppchen? Ja. Warum? Er lacht. Ja, das ist ein Vorführmodell gewesen. Ja. Mit 4500 Kilometer und wurde ausgeschrieben für 68.900. Okay. Sonst würdest du für einen neuen, würdest du da glatte 82 zahlen oder 80. Und ich denke, ich habe da mit der 8-fach-Bereifung alles dazu bekommen. Ja. Da ist ja die Markise mit drin. Der Werterhalt dieser Autos ist unglaublich. Also man fährt ja, damit... Früher hatte ich einen T5. Ja. Der war aber schon sehr alt und 330.000 Kilometer und habe ihn dann für diesen Bulli eingetauscht. Auch, ja, auch, aber nicht so eine große Küche drin wie diese. Ja. Und war das denn praktisch schwer, den wieder praktisch herzugeben? Mit 300.000 Kilometer hast du ja einiges mit dem bereist, oder? Natürlich, ja, aber ja. Irgendwann. Wenn du dann irgendwann mal... etwas investieren musst in die alte Karre, dann musst du das schon überlegen, ob du da etwas Neues kaufen willst. Über 300.000 Kilometer? Ja, habe da schon richtige Reisen gemacht. Ja. Wo denn? Wo warst du? Ja, überall in Europa. Sag mal ein Beispiel. Ja, Island zum Beispiel. Island? Ja. Mit der Fähre rüber? Ja, von Hamburg über Färöer kannst du nach Island. Ja, und natürlich Italien abgefahren. Spanien abgefahren. Spanien abgefahren? Abgefahren, ja. Schon richtige Reisen gemacht. Aber der war auch nicht neu, der hatte ja schon 150.000 drauf. Ja. Achso, du hast ihn mit 150.000. Du bist ein Schnäppchenjäger. Ich bin Schnäppchenjäger, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nicht immer. So, das hydraulische Dach, das funktioniert. Ich glaube, der hört irgendwann in der Mitte dann auf, wenn man runterfährt? Nee. Der fährt komplett. Komplett runter. Stark. Ja, vorne auch die Radabdeckung oder sind das entsprechende Leichtmetallfänge? Ja, der alte, der T1, der erste, der hatte ja auch, der zweifarbige hatte ja auch so spezielle Felgen drauf. Und die haben das noch einmal ein bisschen
kopiert beim T6. Aber nur der zweifarbige gibt es mit diesen Felgen. Alles anders raubkopiert. So. Ja, ist schon schön. Ocean heißt er übrigens. Ocean Grey. Das ist, glaube ich, die stärkste Ausstattungsstufe, die es gibt, oder? Das könnte ich jetzt dir nicht mal sagen. Es gibt, glaube ich, noch, also ja, der hat ja noch 150 PS, gibt ja noch den 205 PS, den 190, also, oder den 190er gibt es ja auch noch und den 205er, ja. Ja, ich meinte jetzt innen. Das heißt, der hat wahrscheinlich Rückfahrkamera, der hat das... Aha, ja, ausgestattet ist er voll. Ja, hat alles drin. So, hier vorne ist der Anschluss, ich zeige es mal gerade, da ist das Wasser mit drin. Und der Landstrom 230 Volt. Ihr habt ganz interessante Stecker hier in der Schweiz. Ja, ich musste jetzt auch ein bisschen proben, ja, mit dem Dreipoling. Ich hatte den auch nicht da gleich schon bereit. Ich musste den auskramen, ja. 20 Euro kriegt man hier eingeliehen. Der Strom. Ja, ich habe für jedes Land habe ich einen Stecker dabei, also den Euro-Stecker und ja. Gut ausgerüstet, musst du sein. Das ist eine tolle Kabeltrommel, wenn du mir die mal kurz zeigst. Die hat noch einen USB dran. Die hat einen USB dran? Ja, klar. Und Licht? Und Licht, ja. Hier kannst du USB anstecken. Und dann hat er noch eine Sicherung hier. Ja. Die ist ja klasse. Die ist von Outwell. Steht zumindest drauf. Dann kannst du da den Strom produzieren und kannst sie ausschalten. Ja, praktisch. Sie hat auch eine Warnfarbe, die mittlerweile in Italien ist, glaube ich, Pflicht. Darf sie nicht schwarz sein, gell, das Kabel? Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, da fragst du mich was. Ja, die, keine Ahnung, was auch interessant ist, die hat noch eine Außensteckdose. Das heißt, man kann sogar, wenn du das mal kurz hochhebst, da ist sogar noch Platz, man kann noch was einstecken dort, gell? Wenn ich jetzt hier... Ja, bei dem kannst du da noch etwas zusätzlich einstecken. Kannst du noch mal einen Anschluss, kannst du noch mal ein Fahrzeug anstecken, glaube ich, denke ich. Ja. Genau, wenn man so zusammen ist oder man will einfach mal irgendwas anschließen draußen. Wenn du jetzt zu zweit gehst mit zwei Fahrzeugen, kannst du diese zwei verbinden, ja. Ja, der ist komplett gewaschen. Also schöner geht's ja kaum. Du warst vorher noch in der Waschanlage? Ich bin ein ordentlicher Mensch. Gott, ich durfte das Video gar nicht drehen hier. Ich habe eigentlich einen Sohn dabei, muss ich fairerweise sagen. Auch da geht es nicht. Aber der macht, ich kann da aufräumen, wie ich will. Ich habe keine Chance. Also er macht in 5 oder 6 Minuten. Wobei, ich bin da auch nicht so ganz ordentlich. Ich schon, ja. Meine Kinder nicht beide gleich. Ja. Mein Sohn ist auch ordentlich, meine Tochter nicht so. Du warst wahrscheinlich auch beim Bund, wie nennt man das beim hier? Militär. Beim Militär. Natürlich habe ich voll geleistet, ja. Ist das so, dass in der Schweiz hat jeder noch eine Waffe zu Hause? Du kannst sie abgeben, ich habe sie abgegeben. Okay. Nee, Waffen... Braucht man nicht. Nee. Alles klar. So, vielen Dank, Benno. Ich bin ganz begeistert. Ich bin nicht so oft in der Schweiz, muss ich sagen. Das Einzige, was mich erstmal fasziniert hat, waren die Preise vom Baguette. 3 Schweizer Franken. Das ist schon ein bisschen teurer hier, oder? Natürlich, ja. Ist schon in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ist es schon günstiger, ja. Aber dafür kriegt man auch das hier, wenn du mal kurz rausblickst. Das ist schon ein toller Ausblick, ja, oder? Ja, ist schon schön, ja. Ist für dich normal? Ja, ich bin ab und zu in Tessin, ja, wenn du nicht mehr... Jetzt ist die richtige Zeit, um ins Tessin zu gehen. Ja. Obwohl jetzt die Zahlen vom Corona in der Schweiz auch wieder steigen, aber ich denke, Camping ist am sichersten. Das ist das Sicherste, was es gibt. Man kann nicht aus dem Weg gehen. Ja. Aber sie waren lange geschlossen hier bei uns in der Schweiz. Ehrlich? Ja. Bis wann haben die aufgemacht? Ja, ich glaube Mitte Mai. Mitte Mai erst? Ja. Ja, das war bei uns schon ein bisschen früher, glaube ich. Ja, ihr wart da früher dran. Bisschen, aber nur ein bisschen. Ja, vielen Dank, Benno. Ja. Und tolles Auto. Hier ist er. Der Bulli. Das ist ein Bulli, hat er gesagt. Stimmt. Ist so. Und hier ist nochmal der Blick auf den Luganer See. Ich darf ihn ganz offiziell zeigen, mit einem historischen Jaguar. Auch aus der Schweiz. Tschüss, danke fürs Zuschauen.